Ben! Du! Die Macht! Wow. Ich starte dir! Weich aus! Padawan! Leute! Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin froh, dass ihr dabei seid. Heute ist mal wieder ein toller Tag, denn wir reden über Star Wars! Der neue Titel wurde angekündigt und ich habe mir direkt mal Laserschwert. Und wir haben schon eine Talking Games Sendung aufgenommen zum Thema Podcast, ja? Und ich wollte einen kleinen Aufruf an euch starten. Also, dieser YouTube-Channel begleitet mich ja schon seit 3-4 Jahren, ne? Und ich wollte euch mal fragen, ob ihr nicht vielleicht unseren zweiten Channel abonnieren wollt. Ich muss gerade erstmal, ich habe diese Kämpftaktik. Und der zweite Channel heißt ja PlayNation TV und ich würde es cool finden, wenn wir da ganz schnell die 70.000 Abonnenten knacken. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann klickt doch mal den Link unter diesem Video an, geht mal rüber, abonniert und schaut natürlich auch im besten Fall die Videos an. Ja, das würde uns mega freuen. Und wir müssen jetzt Entertainment News machen. Wir zeigen euch mal, welche wir haben. Unter anderem sprechen wir über DayZ heute. Das sagen wir mal fuck you. Wir sprechen... Ah, Patrick, was geht aber da? So, wir sprechen über Nintendo. Zelda ermöglicht... Zelda. Nintendo ermöglicht todkrankem Fan vor seinem Tod das neue Zelda zu spielen. Dann haben wir noch eine News. Und zwar Division. Da gibt es Infos zu dem Film. Und wir haben eine PlayStation-Karte. Ja, Battle wird auch noch aufgenommen. Der Curry kommt gleich auch noch. Alles in diesem Video. Also viel Spaß, Leute. Aber warte, Ben. Oh. Okay, Freunde, wir haben hier Resident Evil 7, ja, eine richtig coole Steelbook Edition. Dazu machen wir jetzt gleich eine Gaming News mit dem Patrick, der gerade verschwommen ist, ja. Und dieses Spiel hat wirklich super gute Bewertungen bekommen, deswegen planen wir tatsächlich eine Stunde Live-Let's Play zu machen, aber nicht so, wie ihr es kennt, sondern unter knallharten Bedingungen. Wir machen das so... Wir stellen hier einen Stuhl hin, wir zocken das in VR, wenn es gut geht, wenn nicht, dann müssen wir es natürlich ohne VR spielen, wir müssen mal schauen, ob das abgreifbar ist, aber wenn wir es in VR zocken, dann machen wir das so, dass dieser Stuhl, also man wechselt sich immer alle 10 Minuten ab, ja, der Kevin, der Patrick, der Ben und ich, und dann machen wir es so, dass der Stuhl von den Außenstehenden, die gerade nicht spielen, immer, der muss immer wackeln und sowas alles, ja, also so wirklich so eine richtig krasse Resident Evil Erfahrung, vielleicht kommt das bald mal, wir müssen gucken, ob das technisch umsetzbar ist, oder Patrick? Ja, so, und hast du eine wunderschöne Gaming-News rausgesucht? Ja, wir sprechen über die Wertung, hast du ja eben schon angesprochen, von Resident Evil 7. Und zwar so recht gut angekommen bei den ganzen, gerade bei der internationalen Presse. Ja. Guck mal hier. Oh, spitzenmäßige Wertung. Aber welche Wertung das Spiel erhalten hat, könnt ihr auf PlayNation.de nachlesen. Oh Ben, worüber sprechen wir denn jetzt hier bei Mafakyu? Hm? Was fuckt dich denn ab? Was ist das? Nee, was fuckt dich denn ab, Ben? Gar nichts. Ich bin ein positiver Mensch. Du bist ein positiver Mensch? Ja, klar. Ja, ich zeig mal den Zettel, okay? Okay. Was steht da? Tag Z. So, der Sascha hat auch mal mit uns DayZ gespielt. Einmal, und das lustig war, wir haben das dann so gemacht, dass wir den verarscht haben. Denn wir waren mit der Community zusammen und haben dann gesagt, dass der Sascha, habe ich ihm gesagt, Sascha, schieß mal den, ne, das war der Major, genau, Major, schieß mal den Hangar. Weil der Major saß gegenüber. Und dann kam immer der Sascha reingelaufen, der ganz hart gelaufen ist, 2 Stunden oder so, und seinen Loot hatte. Und dann ist er einfach so random reingekommen. Und dann haben wir den einfach abgeknallt, der hat nie wieder DayZ gespielt, oder? Hast du nochmal DayZ gespielt dann? Ja. Ah, siehst du. Aber man muss auch positiv sehen, weil einer hat in den Kommentaren geschrieben, was ich ganz gut finde ist, und zwar war sein Kommentar, bei GTA 6 ist es ja so, der Ben verliert seinen Sender, bei GTA 6 ist es ja so, dass ihr, wir sehen ja gar nichts von der Entwicklung. Und bei DayZ sind wir ja permanent dabei. Ja, also wenn es DayZ praktisch ohne uns entwickelt wäre, also ohne Community, dann würden wir auch nichts damit mitbekommen und wir würden uns auch gar nicht beschweren. Deswegen ist die Frage, ist es richtig, dass wir uns beschweren? Versteht ihr, was ich meine? Wie seht ihr das denn? Also spielt ihr noch DayZ und wenn ja, warum? Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen, weil ich würde mir einfach nur wünschen, dass das Spiel irgendwann mal fertig wird oder zumindest in die Beta kommt und dass es einigermaßen flüssig läuft. Läuft es jetzt, aber die 64-Bit-Version zum Beispiel soll ja mega krass ruckeln. Muchas hondas gracias, muchas hondas gracias, funky futurista. Calona. Funky futurista. Wo gehst du eigentlich immer dahin? Weißt du, Curry, kann ich dir mal was zeigen, ganz kurz? Curry, nimm mal ganz kurz das Mikro, die Kamera, ja? Boah, das Geile ist, der Ben und ich, wir waren ja bei dem Konzert. Man sieht das gar nicht. Warte, komm mit. Der Ben und ich waren ja bei dem Konzert. Hä? Der Ben und ich waren ja bei dem Konzert und da ist ja auch ein Dirigent. Ne? Und der Dirigent hat sich immer gedacht, ich mache was richtig Kreatives. Also hier ist die Bühne. Ja, das ist die Bühne und an der Seite konnte man immer weggehen. Man hat ihn dann nicht gesehen, dachte er, weißt du. Und dann hat er immer Folgendes gemacht. Der hat ein Stück gespielt und bei der Zugabe hat er immer Folgendes gemacht. Pass auf. Der Ben ist jetzt das Orchester, der steht jetzt hier, ja, mit den ganzen Instrumenten. So, dann macht der Dirigent immer so. Geht so hinter die Bühne, aber man hat uns gesehen und dann macht er immer so.
Kommt raus? Die ganze Zeit. Und man hat immer gesehen, wie der hinter die Bühne gegangen ist und einfach so gemacht hat. Ja. Der ist die ganze Zeit im Kreis. Oder Magnum. Tori, wir sagen Magnum. Sascha, ja. Du bist jetzt der Moderator vom Play Nation Battle. Was machst du? Was ist denn los? Ja, ich dachte, ihr filmt. So, ganz kurz. Ganz kurz, Sascha, was machen wir jetzt als nächstes? Wir spielen jetzt Play Nation Battle. Und da habe ich eine Ziehharmonika aus Kärtchen gebaut. Ja, was ist und das denn? Das werdet ihr gleich sehen. Okay, und was machen wir beim Battle? Das geht dich gar nichts an. Ja. Wer bist du überhaupt? Ich bin hier Praktikant. Kamera wegtun, Alter? Aber, also, jetzt können wir doch mal... Ich muss das doch... Jetzt übertreibt doch nicht. Okay, Leute, hier sind die Karten, ja? Da stehen Begriffe drauf. Und wir spielen jetzt, wer bin ich, Sascha? Ich weiß nicht, wer ich bin. Du weißt nicht, wer du bist. Curry, bist du bereit? Heute ohne Messgerät, Leute. Ben, bist du bereit? Oh Gott. Patrick, bist du bereit? Ja. Pablo, bist du bereit? Absolut. Okay. Let's go! Ciao, ist klar, Alter. Patrick, hier gab es gerade mega Diskussionsstoff beim neuen PlayNation Battle. Ich sag nichts. Ganz ehrlich, nein. Das wird so viel Kommentare geben, ne? Die werden da so reinbashen in die Kommentare. Ja, da kann man so viel, gibt so viel Stoff dafür einfach. Auch da, so viele Möglichkeiten. Kommt das davor raus? Ja. Wenn ihr das seht, ne, und guckt die Battle an, dann müsst ihr da reinbashen. Ihr müsst diskutieren, ja, Leute. Ihr müsst richtig diskutieren. Genau, das kommt nämlich. Ich ihr müsst nur mal ein um Leben und Tod kämpfen, Freunde. Um Leben und Tod müsst ihr kämpfen. Hier steht schon Bayonetta. Ja? Und jemand dahinter. Aber wir möchten das nicht spoilern. Aber Curry, Bayonetta Apfelstrudel war das. Ja. Also das. Ja. Was? Da steht hier, Doverkin, Drachenblut. Ja, nee, steht's. Nee, nicht gespoilert, Freunde, ja, das seht ihr alles im nächsten Mal. Genau, also nächsten Dienstag. Irgendwann, irgendein Dienstag, 17 Uhr. Jeden Dienstag kommt das PlayNation Battle. Das war's auf heute aus dem Studio. Ich bin fertig, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ja, hast du gut gemacht, ne? Hast du gut gemacht. Also ja, gut leider gemacht. Haben wir verloren, aber wissen wir. Ja, meinst du, wir haben verloren oder haben wir gewonnen? Mann. Das war aber, hey Leute, das ist so krass. Was ich noch sagen wollte. Wir brauchen noch Bilder, genau, das müssen wir jetzt noch machen. Bilder, und was ich sagen wollte, ist, danke fürs Zusehen. Ja, erstmal Ben, ne? Harter Tag. Ne? Bist du jetzt froh, dass du nach Hause kommst? Genau. Weil du hattest ja massiven Bauchschmerzen. Ne? Geklebt, ne? Logisch, Alter. Was war da los? Erstmal jetzt einen wegscheißen. Da war gerade der John Shepard in der Hose. Kam der Commander hinten raus, oder was? Hast du eine Nachricht an Dustin Martin? Du kannst ihn jetzt genau. Wissen. Martin, ich sag dir mal, jetzt wird aussieht da. John Shepard heißt John Shepard. Der heißt so, weil es in Amerika der geläufigste Vorname ist, beziehungsweise man geht eigentlich nicht davon aus, dass er einen Vornamen hat, beziehungsweise wurde der in der Mass Effect Trilogie nie genannt. Du musst ihn ein bisschen angucken. Aber dafür, dass der bekannteste aller Filmmann John ist, wurde irgendwann mal festgelegt, dass der inoffizielle Name von Shepard John Shepard ist. Kann man ganz kurz das nicht als wisst. Und Commander ist nur ein Rang. Das heißt, Commander ist schon mal gar kein Name. Kurzzeitig war Commander Shepard auch noch Captain Shepard. Das heißt, Commander ist schon mal gänzlich falsch. Aber kann man das als Diss gegen Dustin Martin werten? Ja, logisch, als Ansage? Alter. Logisch. Was ist ein Punishment? Dustin Martin als Diss gegen Dustin Martin. Das ist die Shepard. Ach so. Punishment, Alter. Was machen wir denn jetzt mit dem als Strafe? Ja, er kriegt nochmal einen Einlauf. Ja, und wie sieht der Einlauf aus? Du musst ein bisschen mehr raus, weil das Video dann YouTube-Beef. Okay, der wird da reingeschäppert im Arsch. Der kriegt einen richtigen Einlauf, so ein Original. Kennt ihr die? Also so eine Missile, weißt du? Nee, die schiebt so richtig rein, ne, und dann geht so das dann los. Eine richtige Rakete aus Bronze und der Gold. Ben ist auch der einzige Mensch, der sich im Supermarkt immer die Wurst holt, wo Suppe drin ist. So, so Leute, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bronze hat das letzte Wort. Und Patrick.